Der Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, gegeben zu Wien am 15. Mai 1955, kurz Österreichischer Staatsvertrag, wird am 15. Mai 1955 in Wien im Schloss Belvedere von Vertretern der alliierten Besatzungsmächte USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien sowie der österreichischen Bundesregierung unterzeichnet. Der Staatsvertrag trägt die Unterschriften der vier Außenminister der Siegermächte: Vaclav Michailowitsch Molotow für die Sowjetunion, Harold Macmillan für Großbritannien, John Foster Dulles für die USA und Antoine Pinet für Frankreich. Weiters zeichnen noch die vier Hochkommissare der Alliierten und schlussendlich Österreichs Außenminister Leopold Figl. Der österreichische Staatsvertrag stellt den Abschluss der alliierten Besatzung Österreichs in den Jahren von 1945 bis 1955 durch die Siegermächte Großbritannien, Frankreich, den USA und die Sowjetunion nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dar. Damit erhält die Republik Österreich ihre Souveränität wieder zurück, die sie am 12. März 1938 mit dem Einmarsch der deutschen Truppen verloren hat. In diesem Staatsvertrag wird die Neutralität Österreichs mit keinem Wort erwähnt. Aus formalen Gründen tritt der Vertrag aber erst zeitverzögert am 27. Juli 1955 offiziell in Kraft. In der Sitzung am 7. Juni 1955 stimmt der Nationalrat dem Staatsvertrag zu und verabschiedet im Anschluss eine Entschließung, in der die Regierung aufgefordert wird, ein Neutralitätsgesetz auszuarbeiten. Dieses Prozedere war die Voraussetzung für die Ratifizierung des Staatsvertrags durch Österreich und die alliierten Mächte. Somit gibt es einen zwingenden Zusammenhang zwischen dem österreichischen Staatsvertrag und der immerwährenden Neutralität Österreichs. Doch dazu etwas später. Nach der Ratifizierung des Staatsvertrags am 27. Juli 1955 werden die alliierten Patrouillen in Wien beendet und es tritt eine 90-tägige Frist in Kraft, binnen derer die Truppen der alliierten österreichischen Boden zu verlassen haben. Am 26. Oktober 1955, es ist der Tag nach dem Ablauf der Frist für den Truppenabzug, beschließt der Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Österreichs, kurz das Neutralitätsgesetz 1955. Nach Abschluss des Staatsvertrags kommen am 25. Juli 1955, 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, die letzten Kriegsgefangenen aus Lagern in der UdSSR in Wiener Neustadt an. Diese Vorgehensweise, Step by Step, hängt mit den vorhergehenden politischen Entwicklungen zusammen. Die Überlegung, dass Österreich aufgrund seiner zentralen Lage in Europa am besten neutral ist, wird bereits vom letzten KK-Ministerpräsidenten Heinrich Lamasch kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs formuliert. 1919 nimmt Heinrich Lamasch auf Einladung der Regierung Renner als Sachverständiger für Deutsch-Österreich an den Friedensverhandlungen in Saint-Germain teil. Lamasch tritt für eine unabhängige Republik Österreich als neutraler Pufferstaat in der Mitte Europas ein. Diese Idee setzt sich nicht durch, da die meisten deutschsprachigen Österreicher nach dem Zusammenbruch der Monarchie den Anschluss an das demokratische Deutschland wünschen. Dieser Wille dokumentiert sich im Gesetz über die Staats- und Regierungsform von Deutsch-Österreich von der Provisorischen Nationalversammlung am 12. November 1918 beschlossen. Der zweite Artikel des Gesetzes lautet: Deutsch-Österreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik. Besondere Gesetze regeln die Teilnahme Deutsch-Österreichs an der Gesetzgebung und Verwaltung der Deutschen Republik sowie die Ausdehnung des Geltungsbereiches von Gesetzen und Einrichtungen der Deutschen Republik auf Deutsch-Österreich. Als Deutsche Republik wird die Weimarer Republik von 1918 bis 1933 bezeichnet,
in der erstmals eine parlamentarische Demokratie in Deutschland besteht. Der Staatsvertrag von Saint-Germain am 10. September 1919 von Österreich unterzeichnet, in Kraft getreten am 16. Juli 1920, regelt nach dem Ersten Weltkrieg die Auflösung der österreichischen Reichshälfte von Österreich-Ungarn und definiert die Bedingungen für die neue Republik Deutsch-Österreich. Einer der Punkte, ein Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich sowie die Verwendung des Staatsnamens Deutsch-Österreich werden verboten. Die konstituierende Nationalversammlung protestiert noch am 6. September 1919 öffentlich gegen den Vertragstext, der dem deutsch-österreichischen Volk das Selbstbestimmungsrecht und den Herzenswunsch, die wirtschaftliche, kulturelle und politische Lebensnotwendigkeit verweigert, die Vereinigung mit dem deutschen Mutterlande, im Hinblick auf die spätere Entwicklung festzuhalten. Ein weitsichtiger Politiker tritt bereits 1919 nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall der Habsburg-Monarchie, für ein eigenständiges, neutrales Österreich im Zentrum Europas ein, aber die Mehrheit der Bevölkerung und der Abgeordneten wünscht sich die Vereinigung mit dem deutschen Mutterland. Wir sollten uns 20 Jahre später, im März 1938, im Zusammenhang mit dem deutschen Truppeneinmarsch nach Österreich daran erinnern. Die Zeit der Ersten Republik von 1918 bis 1934 und die Zeit des autoritären Bundesstaates, des Ständestaates von 1934 bis 1938 unter der diktatorischen Regierung von Dollfuß und Schuschnigg, es ist die Zeit des Austrofaschismus, überspringe ich, das ist ein eigenes Kapitel. Die Zeit vom 12. März 1938, dem Anschluss Österreich an das Deutsche Reich, bis zum 13. April 1945, an diesem Tag erklärt die Rote Armee den Kampf um Wien als beendet, und die folgende Entwicklung wird in dem Video Wien vor 1938 und nach 1945, historisches Wien, ausführlich dargestellt. Also zurück zum Staatsvertrag und zur immerwährenden Neutralität. Noch vor Kriegsende findet in Moskau in der Zeit vom 19. Oktober bis 1. November 1943 ein Außenministertreffen der drei führenden alliierten Mächte USA, Großbritannien und der UdSSR, Abkürzung für Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, statt. Im Zuge dieses Treffens formulieren Hall für die USA, Eden für Großbritannien und Molotow für die UdSSR am 30. Oktober 1943 die Moskauer Deklaration. In dieser Deklaration wird unter anderem erklärt, dass Österreich das erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Herrschaft befreit werden soll. Und die Besetzung Österreichs durch Deutschland am 15. März 1938 wird als null und nichtig angesehen. Weiters wird im Text aber auch die sogenannte Verantwortungsklausel festgehalten. Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitlerdeutschlands eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann. Zur Erinnerung, 1919 hat A. die österreichische Bevölkerung in ihrer Mehrheit die neue Republik Deutsch-Österreich als Bestandteil der Deutschen Republik angesehen und B. die konstituierende Nationalversammlung hat vehement dagegen protestiert, dass die Vereinigung mit dem deutschen Mutterland von den Siegermächten untersagt wird. So gesehen ist die Moskauer Deklaration mehr als wohlwollend Österreich gegenüber formuliert. Die erste frei gewählte Nachkriegsregierung Österreichs unter Bundeskanzler Leopold Figl versucht bereits 1947 in London und in Moskau einen Friedensvertrag mit den Alliierten auszuhandeln. Die Verhandlungsteilnehmer aus den Reihen der ÖVP unter Führung von Leopold Figl und Julius Raab stimmen sowjetischen Forderungen weitgehend zu, während sich die SPÖ-Verhandler den sowjetischen Forderungen nicht uneingeschränkt beugen wollen. Erst Bruno Kreisky, damals Staatssekretär im Außenministerium, kann seine Parteikollegen schlussendlich davon überzeugen, dass ihre antisowjetische Haltung die Verhandlungen behindern.
Dass die Verhandlungen nicht einfach sind, viele Themen umfassen, muss nicht extra betont werden, würde aber im Detail den Inhalt dieses Videos sprengen. 1952 lädt der brasilianische Präsident Vargas überraschend den österreichischen Außenminister Karl Gruber nach Rio de Janeiro ein. Der Präsident Brasiliens teilt dem österreichischen Außenminister mit, Brasilien als einer der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs fühle sich moralisch verpflichtet, etwas für Österreich zu tun. Im Rahmen der UN-Vollversammlung im Dezember 1952 formuliert Brasilien mit der Bewegung der Blockfreien eine Resolution mit der ernsthaften Aufforderung an die Regierungen der Signatarstaaten der Moskauer Deklaration von 1943, die Staatsvertragsverhandlungen ernsthaft weiter zu betreiben. Die Vertreter der Ostblockstaaten verlassen bei der Abstimmung im Dezember 1952 den Saal, die Resolution wird ohne Gegenstimme angenommen. Als Dwight D. Eisenhower 1953 Harry S. Truman als Präsident der USA ablöst und Josef Stalin 1953 stirbt, wird das Verhandlungsklima besser. Julius Raab wird im selben Jahr neuer österreichischer Bundeskanzler. Auch der Verhandlungsstil auf österreichischer Seite ändert sich. An der Berliner Außenministerkonferenz vom 25. Jänner bis 28. Februar 1954 nehmen auch Vertreter Österreichs teil. Die Sowjets wollen nur unter der Auflage einem Vertrag mit Österreich zustimmen, dass sowjetische Truppen bis zum Abschluss eines Friedensvertrags mit Deutschland im Land stationiert bleiben. Dem stimmen die Westmächte nicht zu und auch Österreich ist dagegen. Aus heutiger Sicht gut, dass Österreich und die Westmächte dieser Bedingung nicht zugestimmt haben. Deutschland hat bis heute keinen Friedensvertrag. Auch der 2+4-Vertrag aus dem Jahre 1990 ist kein Friedensvertrag. Deutschland ist nach wie vor ein besetztes Land, siehe Aufenthaltsvertrag vom 23. Oktober 1954. Und Österreich hätte somit keinen Staatsvertrag. Eine weitere Voraussetzung des sowjetischen Außenministers Vjatcheslav Molotow: Österreich muss ein neutraler Staat sein. Der tiefere Grund dieser Forderung: die Sowjetunion befürchtet eine Vereinnahmung Österreichs durch die westlichen Alliierten Frankreich, Großbritannien und die USA. Aus heutiger Sicht: die Befürchtungen waren und sind berechtigt. Die folgenden Aspekte sind am Ende die wesentlichen Inhalte der Berliner Außenministerkonferenz. Österreich verzichtet auf einen Beitritt zu einem Militärbündnis und es dürfen keine militärischen Stützpunkte in Österreich errichtet werden. Zur Erinnerung, bereits nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, nach dem Zerfall der Habsburgmonarchie, hat A. Heinrich Lamasch die Neutralität für Österreich empfohlen und B. eine Neutralität nach Schweizer Vorbild wird bereits von Dr. Karl Renner, SPÖ, von 1945 bis 1950 erster Bundespräsident der Republik nach dem Zweiten Weltkrieg vorgeschlagen und von der SPÖ unterstützt. Weiters, der österreichische Außenminister Leopold Figl, ÖVP, schlägt im Rahmen der Berliner Außenministerkonferenz am 16. Februar 1954 eine militärische Neutralität Österreichs vor. Konkret, hier treffen sich die Interessen Österreichs mit den Vorstellungen der Sowjetunion. Die Wortspende von unserem derzeitigen Bundeskanzler Nehammer im Februar 2022, die Neutralität wurde uns von den Sowjetkommunisten aufgezwungen, ist meines Erachtens schlichtweg falsch und offenbart lediglich eine völlige Unkenntnis der Geschichte. Die militärische Neutralität hat ja eine interessante Geschichte. Sie wurde uns aufgezwungen von den Sowjetkommunisten als Preis dafür, dass wir die Freiheit wiedererlangen konnten 1955. Die wesentlichen Stellungnahmen vor Abstimmung über das Neutralitätsgesetz am 26. Oktober 1955 von Seiten der Regierungsparteien für die ÖVP Abgeordneter Brinke und Bundeskanzler Raab, für die SPÖ Abgeordneter Fischer und Koreff widerlegen Nehammer.
nachzulesen im stenografischen Protokoll 80. Sitzung des Nationalrats der Republik Österreich vom Mittwoch, 26. Oktober 1955. Die Neutralität entspricht dem Wunsch der österreichischen Bevölkerung und der Wille zur Neutralität ging primär von Österreich aus. Dazu zwei passende Zitate, eines von Bruno Kreisky vom 24. Februar 1981 und eines von Helmut Kohl im Rahmen der Bundestagssitzung am 1. Juni 1995. Bruno Kreisky. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das in Österreich sich damals im Parlament entwickelt. Helmut Kohl, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Zurück zum Staatsvertrag. Im April 1955 trifft auf Einladung der sowjetischen Regierung unter Georgi Malenkov eine österreichische Delegation in Moskau ein. Teilnehmer sind Vizekanzler Adolf Scherf, SPÖ, Außenminister Leopold Figl, ÖVP und Staatssekretär Bruno Kreisky, SPÖ. Verhandlungsleiter ist Bundeskanzler Julius Raab. Die Gespräche vom 12. bis 15. April führen zum Durchbruch und gelten als Geburtsstunde der österreichischen Neutralität. Die Sowjets verlangen die Neutralität direkt im Vertrag zu verankern. Die immerwährende Neutralität ist für die Sowjetunion, wie weiter oben bereits erwähnt, eine Vorbedingung für die Wiedererlangung der Souveränität Österreichs und liegt auch im Interesse Österreichs. Die Verhandler aus Österreich vertreten allerdings die Auffassung, dass nur ein souveräner Staat seine rechtlich verbindliche Neutralität beschließen kann. Schlussendlich führen die Gespräche zu der politischen Absichtserklärung, dass das Neutralitätsgesetz vom freien und souveränen Staat Österreich beschlossen wird. Im Abschlussdokument, dem Moskauer Memorandum vom 15. April 1955, der komplette Titel Memorandum über die Ergebnisse der Besprechung zwischen der Regierungsdelegation der Republik Österreich und der Regierungsdelegation der Sowjetunion ist festgehalten, dass Österreich ein neutraler Staat sein wird und die vier alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs die Unversehrtheit und Unverletzlichkeit des Staatsgebietes garantieren. So verkündet Bundeskanzler Raab bei der Rückkehr der Verhandler am Flughafen Bad Vöslau am 15. April 1955, Österreich wird frei sein. Am Tag vor der Unterzeichnung des Staatsvertrages gelingt es Außenminister Figl in den Schlussverhandlungen in Wien noch, die Nennung der Mitschuld Österreich am Zweiten Weltkrieg aus der Präambel des Vertrages zu streichen. Am 15. Mai 1955 wird schließlich der Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich im Marmorsaal des Schlosses Belvedere in Wien unterzeichnet. Wer die Geschichte kennt, weiß, die Neutralität selbst ist nicht Bestandteil des Vertrags, war und ist aber die politische verbindliche Zusage der österreichischen Bundesregierung der Sowjetunion gegenüber für deren Zustimmung zu dem Vertragswerk. Daher wird umgehend, nachdem die Besatzungsmächte ihre Truppen aus Österreich abgezogen haben, das Neutralitätsgesetz 1955 vom Nationalrat verabschiedet. Im Volksmund spricht man in so einem Fall von Handschlagqualität, einem Gentleman Agreement, an das sich beide Partner verpflichtet fühlen. Auch sollten wir die Verantwortungsklausel in der Moskauer Deklaration vom Oktober-November 1943, auch wenn sie aus der Präambel des österreichischen Staatsvertrags gestrichen wurde, nicht verdrängen. Österreich ist nicht nur Opfer, sondern es trägt für die Teilnahme am Krieg an der Seite Hitlerdeutschlands eine Verantwortung, der es nicht entrinnen kann. Die heutige Generation hat keine Schuld an den Geschehnissen von vor zwei Generationen und trägt keine Verantwortung für das Tun ihrer Groß- und Urgroßväter. Es wäre aber zielführend und sinnvoll, wenn sich die heutige Politikergeneration in Abständen mit der Geschichte des Landes ernsthaft auseinandersetzt, sich die UN-Charta und das Völkerrecht zu Gemüte führt. Es wäre im Vorfeld klar, dass die Forderung eines österreichischen Parlamentariers nach Waffenlieferung in ein kriegsführendes Land sowohl dem Neutralitätsgesetz wie der UN-Charta widerspricht und, wenn Österreich dem Völkerrecht entsprechend, nicht zu einer Kriegspartei werden soll. Es wäre klar, dass ein Militärabkommen mit den USA
gleich in welcher Form, dem Neutralitätsgesetz widerspricht und einen Vertragsbruch darstellt. Schlussendlich sind Wortspenden dahingehend, dass die Neutralität alt und verstaubt sei, für mich ein Hinweis für eine extreme politische Kurzsichtigkeit. Ob die Aufweichung der immerwährenden Neutralität ab 1990, der Schulterschluss mit den USA ab 1994, die derzeitige Annäherung an die NATO und die zugleich versuchte Demütigung Russlands mittel- bis längerfristig eine kluge Entscheidung war, darf bezweifelt werden.